Lombrero ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und es entwickelt sich aus dem Turtle, das sich dann wiederum zu Kapalorus weiterentwickeln kann. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Planas. Lombrero ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und Kappa-ähnliches Pokémon von hauptsächlich grüner Farbe. Der Mund und einige Krallen an Händen und Füßen sind dabei rot gefärbt. Gesicht, Ohren, Arme, Rücken und ein Teil der Brust färben sich hellblau-grün. Der übrige Körper sowie das Blatt sind komplett grün gefärbt. Die Musterung auf dem Blatt ist minimal dunkler. Der Körper ist insgesamt mit einem glitschigen Film bedeckt und das Pokémon hat verhältnismäßig lange Arme und ein auffälliges Blatt, das auf den Kopf wächst und das einer Seerose erinnert. Es besitzt einen breiten Rand und einige Einkerbungen. An den Seiten des Kopfes sind die beiden kleinen Ohren zu sehen und die großen Augen im Gesicht setzen sich aus weißer Lederhaut und winzigen schwarzen Pupillen zusammen. Durch den breiten Mund, der an einen kurzen, abgerundeten Schnabel erinnert, wird das Gesicht vervollständigt. Die langen Arme verfügen an den Händen über krallenbewehrte Finger und auch Lombreros zwei kurze Füße sind mit kurzen, spitzen Krallen bewaffnet. In seiner Shiny-Form sind die normalerweise grünen Körperbereiche kräftig blau gefärbt, die roten Areale färben sich orange und die üblicherweise hellblau-grün sind komplett grün gefärbt. Lombrero ist ein Pokémon, welches vor allem bei Spezialattacken punktet. So ist es jetzt zum einen stark und greift seine Gegner mit Attacken des Typs Wasser wie Hydropumpe oder Blubstrahl an und ist zum anderen durch den glitschigen Film auf seinem Körper, welcher ihn schützt, ebenso fähig, solche Attacken abzuwehren. Außerdem erlernt es einige physische Attacken verschiedener Typen wie Zen-Kopfstoß oder Naturkraft. Während es seine scharfen Krallen für Attacken wie Kratzfugie, Mogelhieb oder Abschlag nutzt. Und das Pokémon nutzt Wasser, um sich im Kampf einen Vorteil zu verschaffen. So ist es bei Regen durch die Fähigkeit Wassertempo doppelt so schnell oder erhält durch die Fähigkeit Regengenuss jede Runde ein Sechzehntel seiner Kraftpunkte zurück. Wenige Exemplare von Loturzel besitzen die versteckte Fähigkeit Tempomacher, welche sie vor Verwirrung schützt. Lombrero lebt an sonnigen Ufern von Flüssen. Dort ruht es tagsüber in einem Bett aus Schilf und wird nachts aktiv. Dieses Pokémon liebt die Dunkelheit und ist sehr schelmisch. So findet es viel Freude daran, Streiche zu spielen und zum Beispiel unter Wasser zu tauchen, um an Angelschnüren zu ziehen und auf diese Weise Angler zu entrüsten oder nachts überraschend aus dem Wasser emporzuspringen und so die Menschen zu erschrecken. Dieses Pokémon ernährt sich hauptsächlich von Moos, welches auf Felsen im Flussbett oder am Boden von Flüssen erblüht. Dabei ist Lombrero der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Loturzel. Dann kann sich Lombrero selbst noch zu Kapalorus weiterentwickeln. In der Entwicklungsreihe wird das Blatt, welches sich auf Lombreros Kopf befindet, beibehalten. Das Gesamterscheinungsbild jedoch verändert sich mit jeder Entwicklung stark. So besitzt Loturzel einen kleinen breiten Torso mit 6 Beinen, während Lombrero und Kapalorus aus 2 Beinen stehen und noch zusätzlich 2 Arme besitzen. Loturzels Körper ist hauptsächlich blau, der von Lombrero grün und das Fell, welches Kapalorus Körper bedeckt, ist beige gefärbt. Im Laufe der Entwicklungen gewinnt das Pokémon zudem stark an Gewicht hinzu. In den Spielen Hauptreihe wird die Entwicklung von Loturzel zu Lombrero auf Level 14 ausgelöst und die Entwicklung von Lombrero zu Kapalorus durch die Gabe eines Wassersteins. Mit der Typenkombination Wasser und Pflanze nimmt Lombrero ein Viertel Schaden gegen Wasserattacken, halben Schaden gegen Boden- und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Gift-, Flug- und Käferattacken und der Rest macht normalen Schaden.